besser nicht. Besser nicht. Das macht keinen Sinn. Tut mir leid, aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr. Und solange... Der LALR-Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare Struktur. Gütiger Himmel! Ah, hallo, habe ich schon erzählt? Ja? Schon. Besser nicht. Unklug. Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz, um eine Panik zu verursachen. Hi! Die beiden scheinen sich über etwas zu freuen. Wie steht's, Sarah? Ich habe keine Ahnung. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ist schon auf. Besser nicht. Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz, um eine Panik zu verursachen. Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Da ist keine Tür. Das kann ich nicht machen. Geh da weg, das ist mein Job. Geh da weg, das ist mein Job. Geh da weg, das ist mein Job. Sieht gelangweilt aus. Wie geht's dir? Oh, so wie immer. Ich hasse meinen Job. Mir ist langweilig etc. Ich suche nach einem Tier. Ich sagte doch schon, du würdest sie nicht haben wollen. Ich wünschte, meine Vorfahren hätten euch nie erfunden. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Der LALR-Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare Struktur. Bitte, mir ist schon langweilig. Der LALR-Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Bitte.
Hey, Dr. Fred ist reich. Ich akzeptiere keine Geschenke, zumindest nicht so kleine. Geht nicht, mein Therapeut und ich haben ein Abkommen. Das macht keinen Sinn. Ich möchte es nicht verschwenden. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Ich würde ihn lieber nicht schmutzig machen. Hey, was soll das? Leutnant! Ich bin froh, dass Sie hier sind. Was beschäftigte Sie? Nun, ich hasse es, das zu sagen, Sir. Aber es gab der Ärger mit einem Menschen. Ärger? Was für eine Art Ärger? Nichts, mit dem ich nicht fertig werden würde. Aber ich habe da etwas an dem Menschen bemerkt, das ein Problem werden könnte. Erzählt schon. Nun, Sir, Sie scheinen ein bisschen größer als wir zu sein. Länger, stämmiger, massiver. Ich weiß, was du meinst, Sohn. Ich will damit nichts Spezielles sagen, Sir. Ich fühle mich nur etwas unterlegen, klein, minderwertig. Bevor Sie weiter in die Tiefe gehen, lassen Sie mich erzählen, warum ich Sie hergerufen habe. Wissen Sie, ich habe etwas erfunden, das unsere Probleme mit diesen Beinläufern beenden wird. Ich habe den Miniaturisator erfunden. Den was? Es ist ein Verkleinerungsstrahl, Idiot. Aha, verstanden. Ich brauche noch ein paar Dinge, um ihn fertig zu machen. Komm her zu mir. Was für ein schlechter Anstrich. Das sieht nicht so aus wie ein guter Platz, um eine Panik zu verursachen. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Thank you.
Das sieht auch wie Purpurtentakel aus. Er könnte sich aufregen. Wann fängt die Show an, mein nichtmenschlicher Freund? Sobald wir in der Halle genug Menschen mit Namensschildern haben. Usos Stimme im Kasten. Aha, eine Kurbel. Dr. Fred, was machen wir jetzt? Wir warten auf deine Freunde, bis sie ihre Johns angeschlossen haben. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Fluoreszierende Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Hey! Was? Ich kann dich nicht hören. Er hat schon lange nichts mehr gesagt. Warum sieht was gibt's? Nichts für ungut. Er hat schon lange nichts mehr gesagt. Besser nicht. Da stecke ich nichts rein.